Oh mein Gott, Freunde, seht ihr das? Ist es da vorne? Ist es Game Master? Oh mein Gott. Lass uns dir mal folgen. Freunde, wenn das wirklich Game Master ist, oh mein Gott, das wäre zu krass. Was läuft hier auch einfach so rum? Wow, und der hat auch sowas in der Hand. Schaut mal, Freunde. Sieht aus wie so ein Päckchen. Ist er wirklich? Oh mein Gott, er hat uns gesehen. Fuck, hinterher, Freunde. Oh mein Gott. Fuck, Freunde. Fuck, er flüchtet. Scheiße, Freunde, er ist weg. Fuck, aber ich habe gesehen, dass er was fallen gelassen hat. Das war wohl ein Paket an ihn. Machen wir es mal auf. Sehr geehrter Herr Game Master, Ihr Paket zur Beschwörung von übernatürlichen Wesen und Geistern ist angekommen. Fuck. Und ja, in der Kiste sind so zwei Räucherstäbchen. Hier ist Kreide. Und da sind Kerzen. What the fuck? Game Master will nicht im Ernst Ayuwok hier raufbeschwören. Scheiße, wenn er sein Herz bekommt, dann ist YouTube so gut wie tot. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal nach draußen und suchen Game Masters zu Hause. Vielleicht finden wir ja da irgendwelche Hinweise. Oh, da ist jemand. Der geht rein. So, jetzt schnell. Schnell, wir kriegen die Tür noch. Oh, fuck, wir haben's, wir haben's. Wir halten sie kurz so. Wartet, Freunde. Ich glaube, wir können rein. Guten Morgen, Freunde. Ein neuer Tag ist angebrochen und ich bin immer noch in Frankreich. Oh mein Gott, es ist so krass. Game Master will hier Ayuwok heraufbeschwören. Wenn Ayuwok sein Herz bekommt, ist ganz YouTube zerstört. Fuck, das können wir nicht zulassen. Auf jeden Fall rufe ich jetzt erstmal was wir an, ob die irgendwelche Tipps kennen, wie ich Ayuwok oder Game Master bekämpfen kann. So, hoffentlich gehen sie ran. Hi, ja, alles gut. Ihr sitzt okay. Im Auto? Wir sind gerade unterwegs. Ich bin jetzt extra rechts rangefahren und hab Motor ausgemacht. So. Was okay. Ist passiert? Oh mein Gott, es ist so viel in letzter Zeit passiert. Habt ihr kurz Zeit? Ja, wir haben echt kurz Zeit. Okay, auf jeden Fall. Ich bin ja in Frankreich angekommen und ich habe direkt Game Master gefunden. Der ist da einfach so rumgelaufen. Und der hat auch so ein Paket in der Hand. Krass. Auf jeden Fall habe ich ihn dann verfolgt und er hat mich irgendwann gesehen und ist dann weggerannt. Und während er weggerannt ist, hat er diese Box verloren. Heftig. Auf jeden Fall konnte ich Game Master dann nicht mehr hinterherrennen und habe einfach die Box mitgenommen und habe die dann geöffnet. Und du wirst nicht glauben, was in dieser Box drin war. Sagst du uns bitte. Ja, was? Es war irgendwas von so einem Geistershop 24. Da hat er was bestellt, so zum Beschwören von irgendwas. Ich glaube, Ayuwok. Er will Ayuwok also heraufbeschwören in Frankreich. Heftig, einfach krass. Ja, ich weiß. Wie können wir dir jetzt helfen? Was sollen wir machen? Ich hab gar keine Ahnung. Wir sind ja nicht in Frankreich. Wisst ihr, wie man irgendwie Ayuwok bekämpfen kann oder so? Mit dem Enizilator. Aber den haben wir weggeworfen. Fuck. Müssen wir selber erst wieder suchen. Das ist echt blöd. Scheiße, was mache ich jetzt am besten? Auf jeden Fall ganz ruhig bleiben. Panik geraten, das ist das Wichtigste von allen. Okay. Ja, aber weißt du, was mir da gerade einfällt? Was? Mich interessiert gerade brennend, was Game Master privat in seiner Freizeit macht, euch nicht. Ey, ja. Lass dir mal überlegen. Wo habe ich das Herz nur hingelegt? Ah, da ist es. Ich hab's. Bald wird es soweit sein und ich werde Ayuwok heraufbeschwören. Aber was mache ich jetzt? Seitdem Dr. Light meine Wohnung entdeckt hat, kann ich hier nirgends mehr hin. Ich muss auf der Straße leben. Aber egal, ich erzähle euch mal von meinem Tag. Heute Morgen war ich einkaufen. Ich habe mir lecker Bananen gekauft. Das war mein Frühstück. Ihr fragt euch, warum ich euch das Ganze hier erzähle? Keine Ahnung, mir ist langweilig, die Zeit geht so langsam rum. Aber lange wird es nicht mehr dauern, bis ich Ayuwok heraufbeschwöre. Ich muss nur abwarten, bis Dr. Light von hier verschwindet. Scheiße, Ayuwokes Herz ist heruntergefallen. Hoffentlich ist alles noch in Ordnung. Naja, es ist etwas dreckig geworden, ich gehe lieber mal zum Brunnen und wasche es. Wie konnte das nur passieren? Ayuwok, sei bitte nicht böse auf mich. Jetzt aber schnell zum Brunnen.
Da vorne ist er. Warum ist es nur so anstrengend zu laufen? Aber gut, jetzt bin ich da. Ein bisschen abwaschen und schon ist die Box mit dem Herz wieder sauber. Wischi waschi Hosentaschi. Jetzt ist die Box wieder so gut wie neu. Aber während ich sie gewaschen habe, habe ich selber Lust auf eine kleine Abkühlung bekommen. Ich lege die Box mal hier hin. Kommt jetzt ins Wasser. Ah, das tut gut. Endlich mal eine Erfrischung an diesem heißen Tag. Endlich klettere hier mal rauf. Bald wird mir und Ayuroki die Welt zu Füßen liegen. Huch, ist das wackelig hier. Da falle ich ja fast runter. Jetzt mal eine kleine Nachricht an euch Zuschauer. Man kann auch draußen sehr viel Spaß haben. Schau mal, zum Beispiel dieses Geländer hier. Ich setzte mich drauf und haui. Seht ihr, was für einen Spaß ich habe? Das war krass, okay, vielleicht denkt ihr, dass ich gerade ein wenig komisch bin. Ja, mir ist langweilig, und ich habe nichts anderes zu tun. Aber jetzt wieder zum Herz. Ich wünschte, ich könnte Ayuroki jetzt schon draufbeschwören. Aber wenn Dr. Light hier ist, ist es ziemlich riskant. Wenn er in einer Woche noch nicht weg ist, mache ich es einfach. Ich suche mal einen anderen Ort, an dem ich es verstecken kann. Vielleicht da bei den Säulen, da oben drauf. Ich glaube, dort ist es gut versteckt. Und dann kann Ayuwaki alles machen. Dann kann er ganz YouTube vernichten. Boah, krass. Boah, okay, darf das Herz auf keinen Fall bekommen bei uns. Ja. Auf keinen Fall. Scheiße. Aber wir wissen nicht, wie wir dir helfen sollen. Wir sind hier in Stuttgart, du bist in Frankreich. Das ja. ist so weit entfernt. Was sollen wir machen? So? Wir können dir nur seelischen Beistand leisten. So. Und dir ganz, ganz viel Glück wünschen. Ja, scheiße. Ja gut, dann lasse ich euch, glaube ich, mal weiterfahren. Ihr habt ja auch noch anderes zu tun. Tut mir leid, Dr. Light, wir sind auf jeden Fall bei dir. Jetzt wir schaffen es schon. Immer okay. Kopf hoch, positiv denken. Ja, das wird, glaube ich. Das wird schon, Doc. Ihr seht dann nächste Woche das Video dazu. Das wird so krass, glaube ich. Boah, da bin ich schon mega gespannt. Auf jeden Fall gespannt. Wir werden reingucken, wie bei jedem Video von dir. Okay. Dr. Light, mach's gut. Wir mach's sehen auch uns, gut. Gell? Ja, wir sehen uns. Schönen Tag. Dann. Tschüss. Schönen Tag, alright, ciao.